Freunde, ich gehe heute zu dem Pokémon-Kartenautomaten, der neu in Wien ist. Ja, ich weiß nicht, ob es noch einen zweiten gibt. Angeblich gibt es noch einen irgendwo in Linz. Und wir schauen jetzt mal hinein in den Pokémon-Kartenautomaten-Laden. So, also das kennen Sie vielleicht schon. Und hier ist dieser Automat, wo wir quasi für 1 Euro Einsatz eine Random-Karte kriegen. Ich bin gehypt. So, ich nehme jetzt mal bitte 25 Münzen. So, das sind quasi, was ist? 10, 20 und 25. 25. Vielen Dank. Okay. So, Freunde, wir haben jetzt 25 Münzen und ich bin schon mehr gespannt, was wir da rausziehen werden. Es wird keine Ahnung, ob wir den Hit ziehen. Ich habe mir sagen lassen, dass es fair sein soll bei dieser Maschine, aber schauen wir mal hinein jetzt. Wir geben das hinein und dann können wir einmal durchdrehen. Und da ist schon eine Karte. Und wir haben Galarian Rapid Dash. Ist jetzt kein Hit, aber das ist immerhin eine Wii-Karte. So. Nummer 2. Und wir haben Eevee Reverse Holo. Ja, ist das nicht das Krasseste? So, ich denke, es war jetzt mal ein Flop. Und wir haben Turtok, das ist richtig nice Card, lol. Alter, 2010 Reverse. Das ist definitiv mehr als ein Euro wert. Ich glaube, das ist mal ein Hit. Das ist die Wert. Zustand ist ehrlich gesagt, okay, die ist played, aber sicher meistens Euro wert. So. Voltorb Reverse. Okay, Flop. Und wir haben Xerne, also Celebration. Ist auch ein Flop. Ne? 20 Minuten, alles ist sauber. Amen, alles. Dankeschön, nach 3 Wochen wieder. 2-3 Wochen, ja, schau. Gut, gut. Danke, auf Wiedersehen. Ciao. So. Willst du diese beste Idee? Maschok. Krass. Maschok aus zu diesem Base-Set? Nee, oder? Lol, oh ja, 50 Cent soll die wert sein. Ja, aus dem Base-Set, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mimikyu-Promokarte. Das geht. Und wir haben Galarian Slowbro. Das ist schon mal eine bessere Karte, glaube ich. Das passt. Und weiter geht's. Upp. Lugia! Was war das? Darkness Ablaze, oder? So. Also bis jetzt eher ein Minus gemacht aus der Maschine. Lapras Reverse, geile Karte. Das ist nice. Ich glaube, das kann man gelten lassen. So, und wir haben Bisefloss Pokémon Go. Das ist nicht so krass. Hopp. Pikachu Celebration. Wir haben jetzt die Hälfte aufgebraucht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So schaut diese Münze aus. Sehr spannend. Gemacht natürlich. Also wir haben noch 12 Münzen, wir sind halb durch. Und wir haben jetzt, bis jetzt in dem Automaten, ich zeige euch mal, was wir haben.
Professor's Research. Und wir haben Lucario V. Lol. Ist die aus dem. Die ist aus Fusion Strike, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Relaxo. Aus 2016. Welche Zeit war das? Ich habe es echt vergessen. Zumindest eine Reverse-Karte. Der ist richtig nice. Bisa Knosp Reverse 2017. Sehr spannend. Also bis jetzt fehlt noch der Hit, Freunde. Und wir haben Bisa Sam. Lol. Der ist nice. Das sind Bisa Sam, Bisa Knosp. Schön. Dragapult, lol, aus der Collection. Witzig. Waylord haben wir. Ach Gott, wirklich das Gems. Dieses Set hasse ich. Und wir haben. Lol. Die kommt schwer raus. Garados. Ist das eine Holokarte? Ja, ist sie. Hoppala, Scheiße. Ups. Nichts passiert, Freunde. Nichts passiert. So. Zekrom Holo. Das ist nice. Schaut geil aus. Lol, zwei haben wir noch. Und wir haben. Lol, Slowpoke, Promokarte und der letzte. Wir haben, lol, Glurak und Rutena, Alter, geil. Die Karte ist jetzt nicht die teuerste Karte, nicht so, was ist die Wert? Ich glaube 15 Euro. Das heißt, 15 Euro, die sind jetzt nicht so viel wert, die wir hier haben. Aber das kann sich ganz schön sehen lassen. 15 Euro. Rechnen wir mal zusammen, was wir rausgekriegt haben. So. Also. Warte, ich gehe mal darüber ein bisschen. So. Also, Freunde. Ich rechne jetzt mal hier zusammen, was wir aus den Automaten raus haben. Wir haben 25 bezahlt. 15. Und das sind so ein paar Cent-Karten, die kann man jetzt nicht wirklich zählen. Ja. So, ich glaube, der ist ein bisschen was wert. Die sind nichts wert. Der ist ein Euro wert. Der ist was wert. So. Also. Ich sag mal so. Dieser Stapel ist nicht so krass. Und hier würde ich sagen, oh, da kommt gerade jemand. Ich würde sagen, das sind hier. Sind das 25 Euro? Möglicherweise. Also war nicht so schlecht, das Ganze hier. So. Die Karte ist natürlich top.